Corona-Pandemie ist dabei eine Mahnung, Versorgungssicherheit nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Der deutsche Steuerzahler wird den Großteil des Traumes vom europäischen Bullerbü finanzieren müssen. Werte Präsidium, meine Damen und Herren, Öko- und Blümchenministerin Klöckner ließ sich mit einer Ackerkratzdistel fotografieren. Das Bild schmückt ihre Ackerbaustrategie 2035. Doch selbst sie reagierte auf die Farm-to-Fork-Illusionen der EU-Kommission eher verhalten. Wer soll das bezahlen und wie wird die GAP in Zukunft aussehen, also das gemeinsame Agrarbudget der EU? So ihre Fragen. Nun, eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Der deutsche Steuerzahler wird den Großteil des Traumes vom europäischen Bullerbü finanzieren müssen, welchen der Brüsseler Astrid Lindgren-Fanclub nun auf den Weg gebracht hat. Bevor aber die große Schatzkiste aus Takatuka-Land endlich eintrifft, gilt es erst einmal zu verteilen, was momentan verteilbar ist. Und das scheint auch das eigentliche Anliegen zu sein, welches die CDU-Fraktion mit ihrem Antrag unter der Flagge der Artenvielfalt und sehr verklausulierter Form adressiert. Es geht um die Verteilung der Ausgleichszahlungen und Fördermittel zwischen großen und kleinen Betrieben beziehungsweise dem sogenannten ökologischen Landbau und der konventionellen Landwirtschaft, welche im Antrag als traditionelle Landwirtschaft daherkommt oder als integriert kontrolliert Agrarwirtschaft firmiert. Begrifflich kommt dem die gute fachliche Praxis am nächsten. Und in der Tat stellt sich vor dem Hintergrund von Farm to Fork und den extrem zähen Verhandlungen zur nächsten GAP-Förderperiode einige Fragen. So ist es erklärtes Ziel der Landesregierung wie auch der EU und der Bundespolitik, den Ökolandbau auf 20%, möglicherweise sogar 25% der bewirtschafteten Fläche auszudehnen. Angesichts der schon heute bestehenden Privilegierung der ökologischen Landwirtschaft, die sogenannten Ökoprodukte werden pro Produkteinheit mit etwa dem vierfachen Satz gefördert, würde dies bereits nach geltenden, aktuellen Standards eine Erhöhung des gesamten Fördermitteleinsatzes um ca. 6-10% bedeuten. Je Hektar neuer ökologischer Fläche werden eben mehr Fördermittel verschlungen als in der konventionellen Landwirtschaft. Da hilft dann auch eine ominöse Bauernmilliarde der Bundesregierung verteilt über 4 Jahre nichts. Das wäre nur Ausgleich für den ohnehin wachsenden Förderbedarf. Geld für die weitere Ökologisierung des konventionellen Landbaus mittels Agrarumweltmaßnahmen wird daher nur zur Verfügung stehen, wenn es zu einem erheblichen Transfer von der ersten in die zweite Säule kommt, mit der Konsequenz sinkender Gewinne, vor allem bei den konventionellen Ackerbaubetrieben. Was mir daher im vorliegenden Antrag nicht gefällt, ist, dass die CDU wieder einmal in verschiedene Richtungen gleichzeitig blinkt. Der grüne Blinker erklärt den ökologischen Landbau pauschal zur Lösung aller Probleme, was er definitiv nicht ist. Wir wissen alle, dass Klimaschutz mit Ökolandbau nicht zu machen ist. Bezogen auf die Menge produziertes Produkt, also die Produkteinheit, ist der CO2-Ausstoß zur konventionellen Landwirtschaft identisch. Das liegt am bis zu dreifachen Flächenverbrauch des Ökolandbaus, wenn Minderertrag und erweiterte Fruchtfolge mit einkalkuliert werden. Außerdem bleibt die Frage, wie umweltschonend und resilient der Pflanzenschutz im Ökolandbau bei steigender Anbaufläche wirklich sein wird und welche Auswirkungen das auf die Versorgungssicherheit hat. Die Corona-Pandemie ist dabei eine Mahnung, Versorgungssicherheit nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Des Weiteren ist zu klären, wo bei sinkenden Viehbeständen der benötigte organische Dünger herkommen soll, um die Nährstoffbilanzen und die organische Substanz im Boden aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite blinkt die CDU dann schwarz und will den konventionellen Betrieben, also ihrem traditionellen Klientel, mehr Vertragsnaturschutz angedeihen lassen. Hier stellt sich allerdings die Frage, was die CDU-Mitglieder des Eule-Begleitausschusses bisher so gemacht haben, denn dort gehört die Debatte eigentlich hin. Was mir am Antrag der CDU weiterhin nicht gefällt, ist, dass die Landwirtschaft wieder einmal in gute und schlechte Bauern aufgeteilt wird, also die guten kleinen oder auch ökologischen Betriebe und die bösen anderen, welche angeblich keine Gemeinwohlleistung erbringen. Diese Teilung ist für mich nicht trennscharf, aber das müssen Sie mit Ihren ostdeutschen Kollegen und dem Klientel in den Bauernverbänden ausmachen. Liebe Kollegen von der CDU, für die laufende Förderperiode kam Ihr Antrag eigentlich zu spät, daher und aus den genannten weiteren Gründen hatten wir uns als AfD-Fraktion im Ausschuss zum Antrag enthalten. Mittlerweile
verhandelt die EU aber eine Übergangsphase von 2 Jahren bis zur nächsten Förderperiode. Vor diesem Hintergrund werden wir als AfD-Fraktion Ihrem Antrag zustimmen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.